Basel liegt am Meer. Diese Botschaft ist für die Menschen dort zu Basel keine Neuheit mehr. Warum wir als Binnenland auch mit dem Meer verbunden sind, das ist auch am Schnuppertag vom Kantonalen Fischereiverband Basel ein Thema gewesen. Jedes Jahr im Rahmen des Ferienbass lehrt der Fischereiverband den jungen Amalschwiler Weyers ABC vom Fischen. Und erzählt ihnen auch, wie unsere Gegend mit dem Meer verbunden ist. Es ist ja so, viele Kinder wissen gar nicht, dass die Fische ins Meer zurückgehen. Außer der Lachs, den kennen sie, aber die anderen Fische kennen sie nicht. Und das tun sie beibringen, also erklären. Es ist auch toll, dass sie dann das in der Schule weiterverzählen können. Und das Echo auf der Lehre ist immer sehr positiv. Die Botschaft ist bei den Kursteilnehmern ganz offensichtlich angekommen. Drei Monate im Meer. Ja. Und die mehr Basel hat vor allem viel mit dem Lachs zu, wo ja immer ins Meer geht. Wir waren ja auch so wie du nach Basel kommt, aber wegen den Staudamm kommt eben nicht gut rauf. Nicht nur die Wanderfische sind am Schnuppertag vom Fischereiverband ein Thema gewesen, auch die ganze Plastik- und Abfallproblematik. Den Jungen ist klar, den Abfall nehmen sie vom Rheinufer wieder mit heim. Es gibt ja sehr viele Leute in der Schweiz, wenn das jeder machen würde, würde es mehr und alles auch noch schön sein. Und ja, es strömt ja alles ins Meer und es hat schon sehr viel Abfall im Meer und auch hier im Rhein. Also würde ich es nicht entpflichten, dass es das machen sollte. Neben der Theorie rund ums Fischen und der Verantwortung gegenüber dem Meer hat Mario Zerbini im Fischernachwuchs auch die praktische Seite gezeigt. So, dass sie zum Schluss selber haben können Angeln auswerfen.